Steinbockkinder, Namaste Janine hier. 2023 und der wilde Februar. Der wilde Februar aus dem Grund, alle Planeten sind jetzt direktläufig. Das ist echt selten. Das heißt, es werden ganz viele Ereignisse passieren, die uns vielleicht auch ein bisschen durchrütteln. Okay? Und das ist ein sehr uranischer Monat. Das heißt, ein sehr lebendiger Monat, weil viel Erneuerung stattfinden möchte in uns allen. Also wir stehen alle ein bisschen mehr unter Strom, speziell die ersten zwei Wochen. Gerne da ein bisschen runterfahren, weg vom Drama, weg vom Drama. Keine Konfrontation, keine Gespräche. Mein Tipp, gerne ab dem 20. beziehungsweise erst Ende Februar mit wichtigen Gesprächen oder wichtige Gespräche fortführen oder führen, okay? Das Gute im Februar ist, wenn wir ein bisschen in die Ruhe gehen, also uns wirklich vom Drama ein bisschen entfernen, speziell jetzt hier im Februar, werden inspirierende und tolle Ideen kommen, die für ein Gespräch auch wichtig sind. Informationen sammeln vielleicht, ja, so die ersten zwei Wochen. Ansonsten Steinbockkinder, 2023 für euch. Bei einigen, don't shoot the messenger, please. Bei einigen von euch könnte Mars, das ist ja der Regent von 2023, Mars ist der Planet des Verstandes, der Aktion, des Tuns, also diese männliche Energie, wo auch Ego natürlich, das Ego behaftet ist, ja, der könnte dich mit Situationen konfrontieren, bitte nicht falsch verstehen, aber wo dein Stolz dich in deine Grenzen bringt, vermutlich auf Arbeit. Es kann aber auch in der Liebe sein. Also da vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten, falls du noch gar nicht in die Meditation oder Atemübungen machst, ist das ein kleiner, aber ich glaube sehr wertvoller Tipp, den ich euch geben kann. Ja? Ab Mitte Mai lässt Mars wieder, dadurch das Glücksplanet Jupiter, der Expansion und der Fülle, ja, lässt ihr jetzt die Zügel ein bisschen los. Also Mars verlässt euch dann ein bisschen, also dieses Verstand, Tun, Machen, was immer mit Ego zu tun hat, kennen wir alle. Speziell bei euch ist es aber wirklich von den Konstellationen ein bisschen tricky. Dann geht es aufwärts. Definitiv wird es viel, viel leichter sein. Da platzt richtig ein Knoten zu dieser Zeit, also spätestens Mitte Mai, wirst du dann auch deine klaren Erkenntnisse kriegen, wohin du gehörst, wer zu dir gehört, ja, sowohl im Beruf als auch in der Liebe. Bis dahin ein bisschen ruhiger vielleicht machen. Es könnte tatsächlich für einige das erste Mal sein, dass sie die wahre, wahre Liebe kennenlernen und spüren. In einer Beziehung, auch beruflich, ja, dass man beruflich seine Leidenschaft entdeckt und zur Berufung macht, aber auch in sich, dieses sich daheim spüren. Okay? Also, lass uns gucken. Also, es geht aufwärts. Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Ich möchte gerne immer ehrlich bleiben und auch ein bisschen vorwarnen, damit man weiß, was man machen kann. Ja? Also, es ist nichts Negatives. Lass uns mal gucken im Februar. Februar für meine wundervollen Steinbockkinder. Es geht um dein Wesen und um deine Persönlichkeit. Es geht um die Sonne. Es geht um die männliche Energie, die Aktion und die Chefin. Steinbockkinder. Zwei männliche Energien, aber die Chefin in weiblicher Form. Einige von euch dürfen sich sehr, sehr gerne, wenn die Sonne immer wieder rauslugt, auch mit der Sonne verbinden. Ich sehe bei einigen, die schon ein bisschen weiter sind, die Sonne schenkt uns jetzt gerade im Moment sehr viele Lichtcodes und aktiviert ja unsere DNA. Das ist etwas, was echt wichtig ist zu wissen und dürfen sich sehr gerne mit der Sonne anbinden, weil sie deine Urkraft auch stabilisiert. Ich würde gerne weiter hier noch ein bisschen mehr wissen wollen. Hier kommt jemand mehr in seine Kraft auch im Februar. Aber aufpassen, nicht die Chefin vielleicht so raushängen lassen. Ja?
So, mit einer schönen Attitude. Ich sehe hier Steinbockkinder, weiblich oder männlich, mit einer schönen Attitude kommunizieren. Jemand kommt auch mehr in seinen Selbstwert. Schön, okay, weiter. Was noch bitte für die Steinbockkinder hier? Kleine Gruppe. Das ist eine kleine Gruppe. Ich gucke dann auch, was Liebe sagt. Schön, die kommen schon zu zweit. Es geht um Reparaturarbeit und es geht um die Einfachheit. Das ist die Nummer 6 und die Nummer 7. Schön, es geht voran. Ja, es geht voran. Die eigene Mitte im alltäglichen Tun finden. Bei einigen kann es einfach sein, dass der Februar ganz, ganz gut ist, damit ihr in eurer Mitte bleibt. Einfach zu Hause, Hausputz im Hier und Jetzt. Es sind 5 bis 10 nur, aber große Geschichte, speziell in den ersten 2 Wochen. Ja, ausmisten. Und sich nicht zu sehr überladen, auch mit anderen Sachen. Also nicht zu viel Ablenkung im Außen suchen. Sobald ich nämlich daran denke, an außen, werde ich ganz unruhig. Und die Reparaturarbeit bedeutet nichts anderes. Es ist unter anderem die Vergebungskarte. Also es kann gut möglich sein, dass hier Kommunikation stattfinden wird. Es geht um Wiedergutmachung und es geht auch um Versöhnung nach einem Streit. Einfache, klare Kommunikation, liebe Chefin, lieber Chef. Ja? Es ist ja nichts Negatives. Die Frage ist, mit welcher Persönlichkeit möchte ich Chef oder Chefin sein im Februar? Das ist ein schöner Satz. Merci Spirit. Ja, das ist anscheinend wichtig. Okay, dann lass uns, ich würde jetzt gerne noch ein Krafttier für euch ziehen. Oh, der zeigt sich schnell. Lass dich vom Allgeist führen. Ein bisschen weg vom Kopf, Steinbockkind. Ein bisschen mehr sein. Wirklich ein bisschen mehr sein. Auch bei den Gesprächen, falls es jetzt um Wiedergutmachung geht nach einem Streit. Und vielleicht auch wirklich in den ersten 2 Wochen, weil die erste Karte, die Einfachheit mit dem Besen, ja, ausreinigen, aussortieren, Gedanken, vielleicht zu Hause, das hilft ja auch, weil das in den ersten 2 Wochen für mich, für euch, was ich spüre, das Wichtigere ist, um dann in die Reparaturarbeit gehen zu können, um dann in die Versöhnung zu gehen, um dann in die Vergebung zu gehen. Ja, erst ihr. Und gerne auf Synchronizitäten achten. Der Bussard ist nicht zufällig hier. Schaut mal, wie das Licht, das sieht aus wie Neumond, ne? Das wäre dann in 4 Wochen ungefähr, okay. Also in den kommenden Wochen vielleicht, okay? Als welches Wesen und mit welcher Persönlichkeit möchtest du gerne eine Chefin, einen Chef abgeben? Ob das beruflich ist oder bei Kommunikation, wie auch immer. Wow, eine schöne Geschichte. Echt eine schöne Geschichte, Steinbockkind. Mag sein, dass dir jetzt keiner einfällt. Und wie gesagt, in den ersten 2 Wochen wird einiges passieren. Es wird sehr unruhig werden. Und vielleicht verstehst du dann das Ganze hier noch ein bisschen besser. Ja? Also, Spirit, sei so gut. Für die Steinbockkinder Februar 2023. Liebesengel, bitte, seid so gut. Was habt ihr hier für Botschaft? Gespräche von Herz zu Herz. Es ist generell der Monat der Kommunikation. Wichtig ist, dass wir aber alle lernen, dass wir auch vergeben dürfen, weil wir müssten Heilige sein, um andere zu verurteilen. Das ist keiner von uns, ne? Ihr wisst, wie ich es meine, oder? Okay. Also wirklich ehrlich miteinander über eure Gefühle reden. Ob es jetzt in der Liebe ist, ob das mit einer Freundin ist, ob es in der Familie ist, ist egal. Nicht vorwürfig, also nicht die Chefin raushängen lassen. Das ist schön, das könnte man eigentlich allen Zeichen hier ein bisschen eure Geschichte wiedergeben, weil es wirklich eine ganz tolle Attitude hier ist. Sie sagen auch, das reicht vollkommen und jetzt kommt schon wieder die Versöhnungskarte, ja. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben, weil hier für einige die Versöhnung nach einem Streit stattfinden möchte. Aber wie gesagt, ich soll es nochmal sagen, so, so sorry, wenn ich mich ab und zu wiederhole. Aber es scheint wichtig zu sein,
bevor die Wiedergutmachung stattfindet, vielleicht sich selber erstmal ein bisschen ordnen und klären und auch für sich sein. Ja, aber schöne Karte, schöne Bestätigung, die Versöhnungskarte. Gibt es hier noch irgendetwas, bitte, in puncto Liebe oder Freundschaft oder Familie? Für jeden wird es selbstverständlich etwas anderes sein. Gerne dein Aszendent anschauen, wenn du dich hier gar nicht wiederfindest. Ja, das hilft immer sehr, das große Ganze besser zu verstehen. Bisschen loslassen, die Geschichte. Loslassen heißt nicht, dass man die Geschichte canceln soll, dass man Haken macht und Tschüss sagt. Absolut nicht. Loslassen heißt nicht zu sehr mit dem Kopf verbissen versuchen, etwas zu kontrollieren auch. Der meldet sich sofort wieder, der Bussard. Dass du dich mit dem Allgeist zusammentun sollst, das heißt mit dem großen Ganzen, das Ganze, dem Ganzen ein bisschen mehr Platz geben im Februar. Ja? Schön, ganz, ganz klar. Keine große Gruppe, schöne Gruppe. Lass uns gucken, Erzengel Michael, was hast du denn hier noch als Idee? Und es geht auch ein bisschen um Vergebung hier, okay? Das darf man auch nicht vergessen. Aber jetzt erstmal die eigene Mitte ein bisschen im Alltäglichen finden, ja? Okay. Erzengel Michael, das heißt so gut für die Steinbockkinder. Für Februar. Das war zu viel. Danke dir. Halte deinen Blick auf das Ziel deiner Intentionen gerichtet. Ich danke dir, Erzengel Michael, dass du mir hilfst, dass du mir im Februar hilfst, mich auf meine innere Vision und Intention zu fokussieren. Wenn es ein Gespräch ist, vielleicht, ja, dass es zum Wohle von beiden und nicht nur von einem selber zum Beispiel ist, etc. pp. Ja? Ich bitte dich um deine Führung, damit ich alle Ängste oder Zweifel loslassen kann. Arsch auf Eimer, ne? Und das nötige Vertrauen und den Mut finde, meine Träume in die Tat umzusetzen. Lass uns nur kurz hier die Überschriften. Du und deine Lieben sind in Sicherheit. Loslassen ein bisschen. Nicht selber versuchen, hier zu viel Regie zu spüren, zu spielen, ne? Die Chefin aufpassen, mit welcher Persönlichkeit und mit welchem Wesen du eine Chefin abgeben möchtest, also eine Lady oder ein Gentleman mit Attitude kommunizieren. Glaube und vertraue zum zweiten Mal, Steinbockkind. Schreibe deine Gedanken und Gefühle auf, das wäre auch diese Einfachheit, ne? Sich wieder zu sortieren. Gestehe dir die Wahrheit ein und handle dementsprechend. Okay, alles klar. Meine Guten, ich wünsche euch, ich wünsche dir vor allem im Februar eine ruhige Zeit. Gerne echt ein bisschen in die Erdung gehen. Wenn es dir gefallen hat, danke ich dir sehr, sehr für dein Like, vielleicht auch ein Abo, falls du neu bist und du dich wohlfühlst hier. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn du Lust hast, bei den neuen Energieshifts und zwar bei den Vollmond- und Neumond-Shifts für Februar. Da wird das Ganze bestimmt auch noch ein bisschen für dich das eine oder andere Interessantes dabei sein. Bis dahin alles Liebe, Namaste, tschüss.